Besonders die Stimme haben gesagt, ich soll zum Schwert. Gut, jetzt muss ich zum nächsten Schwert später oder was? Hoffe, es ist nicht schlimm. Oh, fuck. Ich hab Angst. Northmen say that their Allfather, Odin, gave his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the Well of Wisdom. In blindness there can be wisdom. Only by giving can you receive in return. For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Right here. Can you see me? No. Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Gut. Meine Vermutung ist, wir hätten eine andere Reihenfolge Tell machen müssen. What you feel. A breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Hans? Okay, ich nehme an, das Weiße ist der richtige Weg hier. Wir hätten, glaube ich, die anderen Reihenfolgen machen müssen. Das Letzte wäre wahrscheinlich doch das Letzte gewesen, nur... Ja, jetzt sind wir blind. Es wird spannend. The others. The voices. They've gone. Können wir nicht hier bleiben? Die Stimmen sind weg. Ja, außer ja. So dark. Okay, listen to your own breath. Feel it rise and fall. Also ich gehe da, wo es hell ist, ne? Be aware of everything you hear and feel. Let your senses guide you. Okay, ich soll von meinen Sinnen leiten lassen. Ich hoffe, das ist richtig, was ich mache. Ins Helle immer gehen. Boah, es ist überall dunkel. I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. Ich soll einen anderen Weg finden, super. Lillian, du machst Sachen. Ich bin blind, ich sehe hier nichts. Hab eigentlich Angst. Ich weiß nicht. Okay, richtig Angst jetzt nicht, aber... Hallo? Geht's hier lang? Ne, ich bin auch Küsten, ne? Das ist furchtbar. Wo soll hier ein anderer Weg sein? Hier? Ne, hier ist eine Wand, das sehe ich jetzt schon. Ich weiß nicht. Ich bin mal hier. Vielleicht. Ah, hier ist das Feuer, okay. Hier ist ein Feuer. Da ist auch ein Feuer. Das knistert so schön, deswegen. Da hinten ist auch ein Feuer. Hier sind überall Feuer, okay. Hä? Gehe ich jetzt in den Kreis oder... Was mache ich denn? Ich habe das Gefühl, ich gehe in den Kreis. Ich höre Wasser. Bin ich hier jetzt richtig? Also ich bin jetzt nur das Feuer nachgegangen. Nein, bin ich nicht. Ich bin direkt am Anfang. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Alter.
Ich habe vor kurzem Wasser gehört. Da ist das Metalltor. Hier ist das Wasser, ne? Ich höre Wasser. Wo soll ich einen anderen Weg finden? Warum müssen wir jetzt gerade so wie Odin sehen? Das ist furchtbar, finde ich. Okay. Hier höre ich wieder Wasser, ne? Okay. Sind wir nicht hinterm Tor schon? Ja, hier ist Wasser. Ich denke, ich bin somewhere else now. But the breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Ich höre Wasser. I hear water. Go to it. Gut, ich soll jetzt Wasser. Ja, mache ich auch. Gibt's da nur einen Weg? Besonders, es leuchtet hier so schön auf und ich folge nur das Weiße, wenn ich ehrlich bin. I've reached the water. Good. That's your way up. Follow it upstream. Gut, dann stromaufwärts folgen. Und die weiße Spur, die wir ein bisschen sehen. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father. He taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. He proved that to me in the Moria trial. This is just another battle. You can beat it. This isn't your bet. You don't have to help him. I want to. Besides, you are going to be a great warrior. Oh, nett. Okay. I'll do my best. I know what you're thinking. He's not really here. It seems there's no escaping the past in this place. Okay, sie muss die ganze Zeit die Vergangenheit der Leute leben. Das ist auch meine Vermutung. Es gibt eine Sache, was ich auch kenne, also wenn es über das Übersinnliche ist. Es gibt Geister oder Leute, die verstorben sind, die finden keine innere Ruhe. Und ich glaube, Senua gehört auch dazu, dass sie einfach alles, was sie erlebt hat, ihre geistige Prüfung alles wieder von vorne erlebt, also die einfach den ganz normalen Alltag, ganz normal, also so wie eine endlose Zeitschleife, das hat die, glaube ich, schon mal erwähnt, ja. Und ich glaube, das ist die Hölle. Wir erleben alles von vorne. Wir wollen Dillion retten, schaffen es aber wahrscheinlich nicht und sind tot, gescheitert da und folgen immer die ganze Zeit ein Ziel als tote Person. Davon gehe ich aus. Anders kann ich es mir jetzt nicht vorstellen. Also okay, anders kann ich es mir schon vorstellen, aber es wäre eine Erklärung, sagen wir so. Ich könnte geradeaus gehen, da ist ein Wasserfall. Gut, dann gehen wir ins Haus. Es ist ein Haus, ja. Wäre der einzige Weg, der hier noch wäre. Ich weiß gar nicht, gibt es ja auch Erzählerrunden? Das know, was Don't be afraid. Scheiße, das gefällt mir ja gar nicht. Hier ist ein Monster. Oh, oder? There's something in here. Ich hab. Do you see it? No. Then it cannot see you. Quietly move past it. One step.
Gut, ich versuche die Monster zu übergehen, also ich habe deren Geräusch nur erkannt. Also wenn die mich nicht sehen, kann ich sie auch... Also ich darf das nicht so machen, dass sie mich sehen, ne? Habe ich es richtig verstanden? Meine Frage ist, gehe ich jetzt überhaupt einen richtigen Weg? Scheiße. Ich hab Angst. Guck. Nicht angucken, nicht angucken, nicht angucken. Ich will. Oh, hören die ja was? Ich frag mich, wenn ich Geräusche mache, eigentlich müssen die es doch hören. Automatisch. Leave it behind. Soll die Viecher hinter mir lassen. Gut, ich habe aber... Boah, ich habe wirklich Bang. Ach, da hinten ist noch ein Feufeu. Was sind das für Viecher überhaupt? Schattenwesen? Sind das meine spirituelle Vergangenheit? Die mich immer einholt? Die schlecht ist? Gut, ich gehe zum Feuer. Ich warte, bis das Vieh weg ist. Ich habe Angst. Ich will's wirklich nicht, dass... Leute... Geht weg, geht weg. Lasst mich in Ruhe. Oh mein Gott, die drehen sich so noch um. I, das sind solche fetten... Das sind fette Wesen. Also okay, naja. Feuer, 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 Feuer. Ich will zum Feuer. Ich hoffe, dass sie Angst vor Feuer haben. Hoffen. Oh, ich habe Angst, dass ich von denen zu erwischt werde. Oh, ich trau mich überhaupt gar nicht. Ich gehe jetzt schnell geradeaus. Ich gehe einfach geradeaus. Ich gehe schnell zum nächsten Feuerstelle. Oder Lichtquelle. Gut, da hinten ist noch ein Vieh. Das geht da lang. Bitte dreh dich jetzt nicht um. Ich schwör's. Lasst mich in Ruhe. Die Geräusche. Ihr sagt, machen mir die Geräusche. Ihr gesagt, ich glaub Angst die ganze Zeit. Wenn die Geräusche nicht wären, hätte ich wahrscheinlich jetzt keine Bange. Das, um zu erwischt zu werden. Okay, erwischt ja. Gott sei Dank haben wir das Bett geschafft. Echt jetzt was? Das? Hallo? Haben wir es jetzt wirklich hinter uns? Bye bye, Viecher! Gut. I, okay. Stinkt nach Tod. The darkness is testing you. But you are in control. Ich höre wieder Stimme. Ich geh ins Licht. Ich will was sehen. Ich habe keinen Bock in der Finsternis. Scheiße, da unten sind ja Viecher. Balancieren in der Dunkelheit. Geht's noch? Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ich habe Angst. Ich will wirklich nicht gefressen werden, ich hab Bange. A well. There's a well. Don't turn back. You're getting close. Ich gehe auch nicht zurück, aber... Ich wollte gerade nur wissen, was da ist. I. Immer das Licht schön folgen, ich liebe es. Das Spiel ist eigentlich ein gutes Spiel, ne? Also. Okay, hier sind überall Monster. Scheiße. Lasst mich bloß in Ruhe. Ich gehe nur geradeaus und weiche die Viecher aus, falls ich welche sehe, ne? Ich will nur. Ah! Ich habe dich nicht gesehen. Ich will nur Dillian folgen, deswegen. Hallo? Boah, sind das aber viele Leichen. Sieht widerlich aus übrigens. Wollte ich mal erwähnt haben, ne? Dillian? Is that you?
see a light. Yes, I can see you too. Oh, da hängen ja wirklich viele Leute. Ich renne jetzt einfach ins Licht. Das ist Dillion, mein, hoffe ich mal. Ich vertraue die Stimme mal in meinen Kopf. Dillion, ich komme. Habe ich jetzt die Prüfung bestanden? She could spend hours, days even, trapped within herself in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Wir haben die Prüfung bestanden. Und ja, können wir jetzt das Schwert über. Also, es ist schwer, also blind zu sein, boah. Besonders, du hast ja kaum was gesehen, du hast nur Geräusche gehört. Also, besonders, Leute, wenn ihr zuguckt, nehmt ein Headset. Also, falls ich meine Klappe ab und zu halte bei gewissen Stellen und ihr die Geräusche hört, boah, ist es furchtbar. Es ist düster. Ich krieg Gänsehaut bei sowas. So, ich glaube, wir ziehen jetzt mal das Excalibur, oder? Ja, wie hieß das? Grammere? Oder Grammere oder so, ne? Hieß das Schwert? Naja, egal. Grammere, glaube ich, hieß es. Ja. Ich gehe rüber, mein Gott. Hey, cool. Da ist ein toter Vogel, da hängt ein Mann kopfüber und tote Rahmen, nehme ich an, ne? Sag mal, soll das nicht der Baum sein, wo... Doch, das ist der, glaube ich, ne? Der Baum, wo Odin hängt. Okay, kommt mal ein bisschen bekannt vor. Wir haben vor kurzem doch einen Baum, also ich glaube vor zwei Folgen gab es doch einen Baum, sag ich mal, in so eine Tür als Rune. Da waren doch auch Leute irgendwie, die gegangen. Ich glaube, das ist der gleiche Baum. So, jetzt ziehen wir. And she saw a way out. To leave her past behind. And become a warrior. In Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. Years later, with Zinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillion? Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. See it clearly now, Senua. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands!
They're coming for you now. They're coming. They're coming to hold get your heavy you. Strike. Hold it. Hold the heavy strike. Hold it. Unleash the sword. Interessant, die wollen uns holen. She's going to die. No, she isn't. She needs to focus in battle. The mirror. The mirror focus. It's building. It's building. You can do this. Focus. Okay, ich sterbe. Du Bossman. Aua! Oder ich geh sterben. Ich nehme alles zurück. Das ist mies. In der Schattenform kann ich wirklich nur mit Fokus angreifen. Ohne Fokus. Also Energie. Aua! Richtig mies. Ich kann nur ausweichen in der Form, ne? Also nicht wundern. Gut, und ich wollte eigentlich eine Aufnahmepause machen, aber es wird ja wohl nichts. Erst nach dem Kampf wahrscheinlich. Hoffe ich. Oder? So, schwerer Angriff. Gut. In the sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is sacred. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. Ja, wie sollen wir auch nicht hier sein? Oh, warum gehe ich hier überhaupt hin? Ich wollte eigentlich hier aufnehmen. Oh, Hölle. Ich denke, ich will nicht von euch gegriffen werden. Das sind tote Seelen. Ich sag mal auf Wiedersehen. Ich hoffe, dass euch das alles gefallen hat. Die Aufnahmesession beende ich jetzt mal fürs Erste. Ja. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmesession. Ich würde mich freuen. Und dann sind wir in der Hölle halt. Also richtige Hölle, die ich kann. Oder ich weiß gar nicht. Also mehr, das ist übrigens, wo wir hingehen. Und die Leute sind alle am Verbrennen. Gut, danke fürs Zuschauen und ich würde mich freuen auf ein Abo und ein Like. Ciao, euer Jackie. Ach, falls wir uns nicht wiedersehen sollten, einen guten Abend. Tschüss.